Manchmal sehe ich Menschen zu, wie sie durch die Straßen gehen, wie sie sich selbst verlieren, irgendwohin in einem Ziel. Und ich bemitleide diese Menschen irgendwie. Ich bemitleide sie, weil sie in ihrem Leben nichts gefunden haben, weil sie in ihrem Leben nichts Besonderes gefunden haben. Was für ein Sinn hat das Leben dann noch? Jeden Tag das Gleiche, jeden Tag der gleiche Geschmack. Kann man so leben? Wer kann so leben? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, weil ich nicht so bin wie diese Menschen. Dass es etwas Besonderes ist, dass es etwas Einzigartiges ist, das verstehen viele nicht. Das wollen viele nicht verstehen. Und mit Clara, wenn ich mit dir zusammen bin, da weiß ich, ich kann mit dir Pferde stellen. Ich weiß, unser Weg führt irgendwohin, führt in eine bestimmte Richtung, in einen bestimmten Weg. Etwas ganz Besonderes, das ist es, das ist es. Das Besondere zu finden, das Besondere in seinem Leben erreicht zu haben, dass es das Ende einer Reise ist. Und es gibt Momente, es gibt unglaubliche Momente, es gibt Momente, in denen man sich verliert, voller Lust, voller Begehren aufeinander wartet. Momente, in denen man irgendwo sitzt, wo man wirklich spürt, man ist alleine, man hat einfach niemanden. Wo man spürt, diese Welt hat keinen Sinn. Keinen Sinn, wenn man die Augenblicke nicht mit jemandem teilen kann. Keinen Sinn, wenn es da niemanden gibt. Das verstehen viele Leute nicht. Viele Leute, die leben nur in den Tag hinein. Viele Leute haben eben keinen Plan. Die gehen irgendwo hin. In einem Labyrinth, da drehen sie sich im Kreis und das geht rundherum, rundherum, ohne aufzuhören. Wer kann so leben? Wer will so leben? So ein Leben ist unerträglich. So ein Leben macht keinen Sinn. So ein Leben ist voller Leere. Nein, das Leben hat eine Bedeutung. Nein, das Leben führt irgendwohin. Nein, das Leben hat etwas ganz Besonderes. Etwas Besonderes, das man mit jemandem finden muss. Das man mit jemandem teilen muss. Was hilft es dir? Ich frage dich, was hilft es dir, wenn du das Schönste in deinem Leben erreichst, wenn du wunderschöne Orte besuchst, wenn du etwas genießt und es ist niemand, mit dem du es teilen kannst, niemand an deiner Seite. Was für eine Bedeutung hat das dann noch? Was ist das dann noch? Jeder Tag, ein monotoner Tag, jeder Tag ist nur gleich, ist unerträglich. Da wundert es mich nicht, dass sich viele die Kugel geben wollen. Wenn es nicht mehr weitergeht in deinem Leben. Und, aber viele geben sich eben nicht die Kugel. Viele machen so weiter wie jeden Tag. Viele machen so weiter, weil sie in ihrem Leben nichts erlebt haben. Weil sie in ihrem Leben nichts gefunden haben. Das ist traurig. Selbstverständlich traurig. Jeder Tag das Gleiche. Und diese Leute glauben, dass das Leben so dahin zu leben, dahin zu vegetieren, als ob man nichts hat, als ob man sich auf nichts freuen kann. Was ist das dann noch? Was ist das dann noch für ein Leben? Jeden Tag aufzustehen um 7 Uhr, 6 Uhr, die tägliche Routine und man hat dann nichts mehr. Geht in die Arbeit, verliert sich in der Arbeit, verliert sich am Alltag im Labyrinth und man weiß schon gar nicht mehr, woran es in einem Leben wirklich ankommt. Dann ist die Zeit vorbei. Dann ist es schon vorbei. Es ist an einem vorbeigeschlichen, an einem vorbeigegangen. Und man hat es gar nicht so gemerkt. Man wandert im Nebel, im Dunkeln, irgendwohin, verliert sich irgendwohin. Und man glaubt zu leben. Und vielleicht, kurz vor dem Tod, kurz bevor man sich noch völlig hingibt, bevor man die Augen schließt, merkt man dann, dass das Leben eigentlich keinen Sinn hatte, dass es so diese Leere, die man Tag ein, Tag aus gespürt hatte, dass es eigentlich dem geschuldet war, dass man die Grenze, diese unsichtbare Grenze, die man in seinem Verstand hat, die der Verstand durch seine Beschränktheit einem aufzwingt, der beschränkte Verstand der Menschen sie um die Freude derer Leben beraubt. Und dann merkt man es, kurz bevor man stirbt, kurz bevor man die Augen schließt, wie so viele davor. Und viele waren an dem Punkt. Viele vor dir waren an dem Punkt,
an dem sie verstanden haben. Verstanden haben, dass das Leben mehr Möglichkeiten gehabt hätte, wenn man sich nur getraut hätte, wenn man nur aus sich herausgegangen wäre, wenn man nur diese unsichtbare Barriere in seinem Kopf überwunden hätte. Was für ein schönes Leben hätte man dann noch gehabt? Was für Freuden hätte man dann erleben können mit Frauen, mit Menschen, mit denen man zusammen ist, mit denen man gerne zusammen ist? Was hätte man alles erleben können? Was hätte man alles erreichen können in seinem Leben, wenn man nur diese Barrieren überwunden hätte? Ja, das fragen sich die Menschen. Das fragen sie sich Tag ein, Tag aus. Aber dafür gibt es da nur eine Antwort. Die eigene Beschränktheit war dafür verantwortlich. Sie ist der Grund dafür, dass man im Alter dann alles bereut, keine Freunde mehr hat, keine Freude mehr hat und nur Bitterkeit spürt. Der letzte Gedanke, der letzte Augenblick, bevor man weiß, man schließt die Augen für immer, bevor man sich völlig dahin gibt, ins Nichts, ins Dunkel, was es auch immer ist, ob es Gott gibt oder nicht, weiß ich nicht. Aber bevor man die Augen schließt, man in völliger Bitterkeit zerfressen ist. Zerfressen von Bitterkeit, weil man nicht gelebt hat. Zerfressen von Bitterkeit, weil man nicht gelernt hat zu leben. Und die Leere, diese Leere, das ist der letzte Gedanke. Nichts, ein Nichts, ein Leben, die Orden, die man gesammelt hat, die Momente, die man geglaubt hat, die sind wichtig. Alles sind nichts, alles für nichts gewesen, ohne Bedeutung. Warum? Weil du niemanden gehabt hast, mit dem du es verbringen konntest. Weil niemand es mit dir erlebt hat. Ganz allein. Diese Gedanken von Unendlichkeit, der unendliche Strand, das unendliche Meer, diese unendliche Wonne, dieses unendliche Gefühl, diese Besonderheit, die man gespürt hat, die man geglaubt hat, man spüre nur sich selbst. Man spüre nur den Augenblick. Und dieser Augenblick, der ist unendlich. Als ob man mit der Welt und mit Gott verbunden war. War es Einbildung? War es Wirklichkeit? Und am Ende bedeutet es nichts. All diese Momente, die man in Fotografien verewigt hat oder verewigt geglaubt hat, es in Stein gemeißelt zu haben. Man könnte es ja vergessen. Man könnte irgendwann aufwachen in der Früh und man hat keine Ahnung, wo man mehr war. Man hat keinen blassen Schimmer. Nicht das Geringste weiß man noch mehr. Nichts. Man wacht vom Nichts ins Nichts auf. Man hat sich im Kreis gedreht. Und deswegen hat man Fotos gemacht, so viele Fotos gemacht. So viel, jeden Winkel der Wand gefüllt mit Fotos, so dass man es nicht vergisst. Dieses Besondere, was man nicht verstanden hat. Was man gefunden, geglaubt hat, ungeglaubt hat, es festzuhalten. Dieses Besondere, dieses Etwas, was man nicht benennen kann, was niemand benennen kann. Und man hat Fotos gemacht, die ganzen Wände tapeziert, oh mein Gott. Und vielleicht würde es dann zu einem kommen. Vielleicht hat man geglaubt, würde man es sehen, dieses besondere Gefühl, dass man, als man am Strand alleine war, als man den Sonnenuntergang alleine gesehen hat, als man den Regenbogen alleine gesehen hat, als man am Wochenende alleine irgendwie ein Gefühl einen durchströmt hat. Dieses Etwas, dieses Knistern, diese Wonne, dieses Wohlgefühl, das man verspürt hat. Den Augenblick. Aber es war eben nur ein Augenblick. Und man konnte es nicht verstehen, man wollte es verstehen und man wollte es irgendwie festhalten. Man wollte immer wieder daran denken, immer wieder in diese Wonne zurück, immer wieder dort zurück, wo man geglaubt hat, man ist mit der Unendlichkeit verbunden, man ist mit der Welt verbunden, man ist in einer neuen Ebene, in einer neuen Ebene des Lebens. Etwas Besonderes hat man erreicht, etwas Unbegreifliches hat man erreicht und man findet es nicht. Scheinbar ist es einem abhanden gekommen. Verlustig ist man es geworden. Das, was man nicht verstanden hat. Das, was man nicht verstehen konnte. Und die Fotografien, die man gemacht hat, um diesen Moment, um diesen flüchtigen Moment festzuhalten, irgendwie konnte man es doch nicht. Die Bitterkeit einem dann überkommt. Erst vor dem Tod, erst
wenn alles zu Ende geht, merkt man es. Es war alles umsonst. Was für eine Tragödie. Die Tragödie des Menschen. Was für ein Schmerz. Was für ein Weltschmerz. Dass die Jahre, die man gelebt hat, die Momente, durch die man hindurch gelebt hat, sogar die Momente, in denen man Opfer gebracht hat, weil man geglaubt hat, es bringt sich etwas, weil man geglaubt hat, es würde dann etwas Neues beginnen, wenn das alles umsonst war. Wie die Blumen, die man Tag ein, Tag aus gießt. Wofür? Wofür? Um dem ständigen Lauf der Natur vom Bestehen und Verwelken entgegenzuwirken, um Gott selbst zu sein. Wofür und warum gießt man diese Blumen, um sich der Schönheit zu erfreuen? Tag ein, Tag aus dieselbe Blume. Oder weil man geglaubt hat, man macht etwas Besonderes. Ein Gedanke, den man in seinem Kopf zum Wachsen bringt, ich weiß es nicht. Ein Baum, den man zum Wachsen bringt und dann irgendwie die Ambitionen, irgendwie auch die Erfahrung eines Menschen wachsen würde. Dass man dann erfahren würde, was Leben heißt. Dass man wieder dieses besondere Gefühl erreichen würde. Und die Antwort kommt einem spät, sehr spät, zu spät. Und sie ist unerträglich. Ein Nichts. Für nichts. Für nichts hast du gelebt. Für nichts. Alles bedeutet nichts. Gar nichts. Was für eine Bitterkeit. Was für ein Schmerz muss durch so jemanden durchgehen. Kurz vor dem Tod, kurz bevor du die Augen schließt, kurz vor dem Moment, wo du sagst, du kannst nichts mehr ändern. Es wird zu Ende gehen. Du kannst dein Schicksal nicht mehr ändern. Mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe, ohne gelebt zu haben. Was für eine Tragödie, was für ein Schmerz. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will mir das nicht vorstellen. Und bei Gott, ich habe das vermieden. Bei Gott, ich habe gelebt. So will ich von dieser Welt gehen. Wenn ich heute sterben würde, wenn ich heute sterben würde, Gott bewahre, ich sterbe nicht. Aber wenn ich sterben würde, lassen Sie mich diesen Gedanken erzählen. Wenn ich heute sterben würde, dann kann ich sagen, ich habe gelebt. Ich habe die Momente, diese wunderbaren Momente mit der Frau, die ich liebe, verbracht. Mit dieser einzigartigen Frau. Mit dieser besonderen Frau. Die für mich etwas gegeben hat. Die mir geholfen hat, wahre Erleuchtung zu erlangen. Durch sie habe ich mich selbst verstanden. Durch sie habe ich das Leben verstanden. So etwas ist etwas ganz Besonderes. So etwas ist etwas ganz Besonderes. Der Gedanke, der zählt, den man niemals vergisst. Denn wie kann man etwas vergessen, das man erlebt hat? Ein Gefühl, das einen durch den ganzen Körper gegangen ist. Ein Moment, der immer und immer wieder in einem Gedächtnis sich wiederholt. Und man ist jeden Tag aufs Neueste durchströmt von der Liebe, weil dort jemand ist, der dich liebt. Weil dort jemand ist, der in dir etwas Besonderes sieht. Weil dort jemand ist, der weiß, wie besonders du bist. Weil du mit dem jemand intim geworden bist. Das erste Mal, als ich mit Clara Sex hatte, natürlich hatte ich Angst. Selbstverständlich hatte ich Angst. Wer hat das nicht? All diese Sachen, die einem durch den Kopf gehen und die Gesellschaft und auch die Leute, die sagen ja auch einem, man muss so und so sein. Die Frau könnte dich verlassen. Du könntest nicht ausreichen. Und man denkt dann so. Man denkt so, wie würde jeder andere denken? Ich habe auch so gedacht. Ich habe auch gedacht, Clara, sie ist nicht diese besondere Frau, die mich liebt, sondern nein, sie ist nur irgendeine Frau. Und das ist der Fehler. Das ist der Fehler, was viele Männer machen. Und das ist ein fataler Fehler. Denn dieser Fehler mündet in einer Sackgasse. Wenn du glaubst, dass der Mensch, der dich liebt, dass der Mensch dich liebt, so wie du bist, einfach gewöhnlich ist, dann verstehst du Liebe nicht. Dann verstehst du nicht, worum es geht. Was Vertrauen heißt. Wenn man sich entblößt voreinander, wenn man die Fehler voneinander sieht,
und sagen kann, so bin ich und keine Angst hat, vor jemandem verletzt zu werden. Worte. Worte können fürchterliche Wunden zufügen. Doch wenn man so verletzlich vor jemandem ist, nackt, so wie Gott einen geschaffen hat, und die Jahre und das Leben sich auf seinen Körper gezeichnet hat, die Erfahrungen, die unweigerlich mit jedem Körper mitkommen. Und wenn man das alles, wer man ist, vor jemanden stellen kann und dieser Mensch dich immer noch liebt oder noch mehr begehrt, weil er sich mit dir verbinden will, weil er in dir etwas Besonderes sieht, das ist wirkliches Vertrauen. So vertraut man jemanden. Das ist etwas ganz Besonderes. Dieses Gefühl der Sicherheit. Man ist mit jemandem verbunden. Mit dieser besonderen Person. Man ist mit dir vereint. Dieses Gefühl, dieses Vertrauen und diese Sicherheit, die geht dann weiter. Und man weiß, man hat etwas ganz Besonderes gefunden. Man weiß, man hat die Frau seines Lebens gefunden, den Seelenverwandten. Und man kann so sein, wie man ist. Man kann mit jemandem so sein, wie man ist. Man braucht sich nicht mehr zu verstellen. Und man versteht in dem Augenblick, wo man mit jemandem intim war, wo jemand einen nackt gesehen hat, dass all diese Ängste vorüber sind. Der Vorhang ist gefallen. Davor hatte man ja immer wieder versucht, dass die Person, die einen liebt, immer aus einem speziellen Blickwinkel sieht. Man hatte immer Angst, dass die Person, die man liebt, vielleicht etwas Schlechtes von einem aufnehmen könnte. Man dieser Person nicht mehr gefallen würde. Man hatte Angst. Jetzt kommt. Man hat Angst. Angst, dass der Mensch, den man liebt, einen nicht mehr lieben würde, nachdem sie dein wahres Gesicht gesehen hat. Einen Augenblick war man unachtsam. Einen Augenblick hat man dieses hässliche Gesicht, das man immer verstecken wollte, das man vor der Gesellschaft, dieses Verlangen, dieses Etwas, wofür man sich scheinbar schämen muss, versteckt hat, dass sie das gesehen hat. Und man hat Angst, dass sie es abstoßend finden würde. Man hat aber auch Angst, gewöhnlich zu sein, dass der Mensch, den man liebt, in einem nicht die Besonderheit sieht, das Spezielle, das, was man in Worte nicht fassen kann, dass der Mensch das nicht wahrnimmt. Dass man für den Menschen, den man liebt, nichts anderes ist als gewöhnlich, als jemand, mit dem man die Zeit verbringt. Und dieses Gewöhnliche, dieses unerträglich Gewöhnliche, das ist es, wovor man Angst hat, dass man am Ende nichts anderes ist als diese ganzen Typen, diese Loser. Und die Frau, die man liebt, die empfindet dann nicht dieses Besondere, was man selber empfindet. Und man hat aber auch Angst, dass man nicht in Worte fassen kann, wie sehr man einen liebt. Denn Worte reichen nur bis zu einem gewissen Punkt. Danach wird es schwierig. Wie kann man jemanden sagen, dass man ihn begehrt, dass man jeden Augenblick mit ihm verbinden will, dass der jemand der Sinn eines Lebens ist, der Mittelpunkt, die Sonne deines Lebens ist. Die Worte, ich liebe dich, reichen dann nicht aus. Und man will diesen Menschen irgendwie festhalten. Man will diesem Menschen die Besonderheit nahebringen. Wie besonders der Mensch für dich ist und was man empfindet, selbstverständlich. Und das ist so schwierig, das in Worte zu fassen. Und man hat Angst, dass einem die Worte ausgehen. Und dann, was ist dann, wenn man jemandem zeigen muss, dass man auch mit ihm intim sein kann, zusammen sein kann, gemeinsam Pferde stehlen kann, gemeinsam durch das Labyrinth der Liebe gehen kann und sich dann nicht mehr
verliert. Dem hat keine Angst mehr. Egal wo und wann man durch die Hölle geht, solange der Mensch, den man liebt, mit einem zusammen ist, hat man keine Angst. Man spürt Angst nicht. Weil egal was ist, man hat gelebt. Man hat jeden Augenblick mit dem Menschen verbracht, den man liebt. Man hat den Sinn des Lebens verstanden. Man ist nicht allein durch die Straßen gegangen. Man ist nicht allein durch Alleen gegangen. Durch Alleen von Bäumen, die in den Himmel ragen, wo man das Gefühl hat, man fällt auf den Himmel, man fällt auf den Kopf. Nein, diese Angst wird einem genommen, genau in dem Augenblick, wo du nackt vor einem Menschen stehst, genau in dem Augenblick, wo du dem Menschen vertrauen kannst, genau in dem Augenblick, wo du nichts mehr fürchten kannst, wo du dich nicht mehr dafür schämst oder glaubst zu schämen für das, was du bist. Weil die Gesellschaft einem immer und immer wieder eingeredet hat, man genüge nicht. Man müsse sich immer verändern. Man müsse nach Perfektion streben. Und in dem Augenblick, in dem man mit jemandem zusammen ist, in dem Augenblick, in dem man mit der Frau, die man liebt, intim ist, sich eingestehen muss, man ist eben nicht perfekt. Man kann sich nicht hinter Kleidungen verstecken. Genau in dem Augenblick. Genau in dem Augenblick, wo du der Frau, die du liebst, in die Augen siehst. Genau in dem Augenblick, wo sie deine Liebe, deine Angst mit einem Lächeln begrüßt. Mit einem Lächeln. Alles ist okay. Bei mir bist du in Sicherheit. Vor unserer Liebe brauchst du keine Angst haben. Die Masken sind jetzt gefallen. Perfektion kann man durch den Körper nicht erreichen. Sondern das, was zählt, ist unsere Liebe. Vertrau mir. Ein Lächeln, ein Augenblick. Und man verliert sich in ihren Augen. Vertrau mir. Du kannst mir vertrauen. Du bist in Sicherheit. Dieses Gefühl, das ist unbeschreiblich. Dieses Gefühl, das ist etwas ganz Besonderes. Und man spürt es genau dann, wenn man mit jemandem zusammen ist, den man liebt. Und man weiß dann ganz genau, diese Liebe hört nicht auf. Diese Liebe ist unendlich. Und man spürt etwas in seinem Leben, das man davor nicht gespürt hat. Etwas, das man davor in seinem Leben nie erfahren hat. Geborgenheit. Sicherheit. Man weiß dann ganz genau, der Mensch empfindet für einen etwas ganz Besonderes. Man weiß, das ist der Ort, in dem man sich sicher fühlen kann. Bei dem Menschen, wo man die Hälfte seines Herzens gibt und dafür etwas Unbeschreibliches erhält. Etwas ganz Besonderes erhält. Etwas Besonderes, das man in Worte nicht fassen kann. Dieses Gefühl der Sicherheit, dieses Gefühl, geliebt zu werden. Dieses Gefühl, für jemanden nicht perfekt sein können, aber trotzdem begehrenswert zu sein. Der Mensch, der einen so liebt, wie man ist, mit Fehlern, dass genau die Fehler einen schön machen. Dass genau die Fehler einen Besonderes machen. Der Schönheitsfehler, der dann Liebe heißt, das erfahrt man. Dieses Besondere, dieses Einzigartige. Und das ist es, was dann alles ausmacht. Was man nur durch Leben finden kann. Was man nur finden kann, wenn man aus dem Alltag herausbricht, aus der Routine, aus der Monotonität herausbricht, wenn man sich fallen lässt, wenn man aus sich herausgeht. Wenn man keine Angst mehr hat. Keine Angst mehr, verletzt zu werden. Denn was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Leben? Ich frage dich, was ist das für ein Leben, wenn du kurz vor dem Tod begreifst, dass du nicht gelebt hast? Wenn du kurz vor dem Tod begreifst, dass die Grenzen, die dir dein Verstand gesetzt hat, dass die dein Verderbnis waren. Was für ein Leben ist das? Was für ein Leben hast du dann noch gelebt? Du hast gar nicht gelebt. Wenn du ins Nichts verschwindest, wenn du die letzten Augenblicke deines Lebens nicht an Erinnerungen zurückgreifen kannst, die dir sagen, ich habe gelebt, ich habe jeden Moment genossen mit der Person, die ich liebe, und es war unglaublich. Es war eine Achterbahnfahrt und
in guten sowie in schlechten Zeiten. Es hat mich erfüllt, es hat mich glücklich gemacht. Ich habe jeden Augenblick, sogar die bittersten, sogar die voller Trauer, die voller Verzweiflung, ich habe ihn genossen. Auf und ab ist es gegangen und wenn schon. Und an manchen Tagen habe ich geglaubt, es geht nicht weiter. Und dann habe ich die Person neben mir gesehen. Ich habe ihre Hand gehalten. Ich habe verstanden, dass ich für jemanden der Sinn bin. Dass ich für jemanden Sinn geben kann. Für jemanden etwas Besonderes bin. Für jemanden da sein kann. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, dass ich einzigartig bin. Dass ich das Einzigartige gefunden habe. Dieses Besondere. Jemand ist da, der mich liebt. Jemand ist da, der mich begehrt, so wie ich bin. Und ich hatte keine Angst mehr. Angst war weg. Und ich habe verstanden, worauf es im Leben ankommt. Das Leben etwas Besonderes ist. Das Leben etwas Einzigartiges ist. Etwas, das man nicht bereut. Und wenn schon, auch wenn man verletzt wird, und wenn schon, ist etwas ganz Besonderes, das zu empfangen, das zu spüren, das zu sein, so zu sein, wie man ist, so zu sein, wie man sein will. Ich habe gelebt, das will ich mir sagen können, kurz bevor ich die Augen schließe, ich habe gelebt.